Ja, schönen guten Tag, Kfz-Fan. Jawohl. Ja, Sie haben eine Dauerkarte mit? Ich habe eine Dauerkarte mit, jawohl. Ja, heute ist der Tag, wo eben die Kfz-Fans von uns eine Dauerkarte bekommen. Ein Stück Krefeld. Wann hast du davon gehört für die Aktion? Davon habe ich gehört, an einem Sonntag beim Spiel wurde das bekannt gegeben. Das finde ich eine super tolle Aktion, dass wir auch mal wieder dabei sind. Ja. Okay. Und ich finde das auch wieder gut, dass wir Sponsor für den Verein sind. Ja, wir sind ja nicht in dem Sinne Sponsor, sondern okay, wir machen Krefelder für Krefeld. Also wir versuchen uns gegenseitig zu helfen. Das ist zum Beispiel auch so eine Aktion, wo wir sagen, wir helfen den Dauerkartenbesitzern und dadurch helfen wir natürlich auch dem Verein. Und dann wünsche ich mit Königshofer natürlich viel Spaß und dem Kfz viel Erfolg. Alles Königshofer Gute. Ist mein Bier. Sieht ganz klar danach aus, ein Kfz-Fan, der Radler trinkt und mit dem Rad kommt. Das nenne ich doch eigentlich mal Programm. Schönen guten Tag. Also zweimal. Das heißt, auf beide Gepäckständer werden wir jetzt eine Kiste Radler packen. Genau. Ein Radler für die Radlerfahrerin. Jawohl. Danke. Ich finde das erstmal klasse, dass ein Krefelder Unternehmen sich für die Krefelder Clubs einsetzt. Und getreu dem Motto, wie du es immer nach außen trägst, Krefelder für Krefeld, finde ich das sehr wichtig. Und ich denke, dass die Fans das auch honorieren, wenn die sehen, dass alle an einem Strang ziehen und für Krefeld, für die Sportvereine und in dem Fall für den Kfz Uerdingen was tun, dann sind die sehr dankbar und die geben oftmals ihr letztes Hemd, ihren letzten Cent. Und ich denke, eine Belohnung in Form von leckerem Königshofer ist da schon angebracht und sehr willkommen. Ja, wir machen ja wirklich nicht viel, aber er hat vollkommen recht, liebe Kfz-Fans oder auch anderen Krefelder, geht einfach mal in die Grotenburg, nicht nur in den Königspalast zum Eishockey, sondern auch andere Sportarten sind sehr attraktiv in Krefeld. Ja, er ist einer von 480 Dauerkartenbesitzern, immerhin 100 waren in der ersten Stunde schon hier und vor zwei Wochen bei den schwarz-gelben Kfz. Freundin vom KIV, da waren es 1600, insgesamt 528, die hier waren. Und ich glaube, das zeigt, dass man ein Interesse hat an allem, nicht nur an den Vereinen, sondern auch an der Brauerei Königshof.